ja, das Fangen der Tiere war nicht ganz einfach. Wir hatten da auch mehrere Möglichkeiten, lebend fallen, aber da die Tiere selten komplett rausgehen und auch das Futter bei den Temperaturen sehr schnell trocken wird und daher auch nicht mehr interessant für die Dornschwanzagamen ist, war die beste Methode, Fangschlingen zu machen. Fangschlingen waren so hingegen, dass man im Prinzip eine Schlaufe vor den Höhleneingang gelegt hat oder mehrere Schlaufen und die Tiere sind beim Einkriechen oder Auskriechen durch eine der Schlaufen durch und haben sich darin verheddert. Sie wurden aber nicht erdrosselt dadurch, da die Schlaufen nur locker anliegen und die Tiere immer nur auf Zug sich die Schlaufe verändert, hatten die also überhaupt keine Probleme damit. Das war die beste Möglichkeit, die Dornschwanzagamen zu fangen. Eine Höhle, in der eine Dornschwanzagame drin sitzt, eine Gefangene, man sieht es, die Schnur ist gespannt. Man kann schon in der Höhle grob einen dornigen Schwanz erkennen. Da kann man also unproblematisch reinfassen, wobei die Tiere auch sehr wehrhaft sind. Sie schlagen mit dem Schwanz und er ist sehr verhornt, sehr hart, das tut also ordentlich weh. Aber mit ein bisschen Gefühl ging das dann doch unproblematisch. Also wie gesagt, beherzt reingreifen. Die Schnüre waren am oberen Bereich durch Steine oder durch Sand im Prinzip beschwert. Da die Dornschwanzagamen nicht allzu stark sind, musste man da auch keine großen Betonbrocken hinlegen, die sie nicht wegschleifen konnten. Das war also überhaupt kein Problem. Die Tiere waren ja wohlauf, hatten eine Schlaufe meistens um den Oberkörper, um den Brustkorb oder im Beckenbereich. Das heißt also, die Beine waren einmal durch und dann hat sich das Ganze zugezogen. Das war also überhaupt kein Problem. Die Tiere wurden mit in die Station genommen, natürlich markiert, von welcher Höhle das sie entnommen wurden. Und da haben wir dann später Vermessungen und Sonstiges durchgeführt. Aber es gibt ja nicht nur Dornschwanzagamen in der Wüste. Was wir auch am zweiten Tag gleich hatten, war einen Varan, und zwar genauer gesagt Varanus griseus, der Wüstenvaran, eine sehr geschützte Art, eine sehr seltene Art, aber da sollte man nicht mit dem Finger reinlangen. Man sieht auch die Kraft, wie die Schnur in den Stein bzw. in den harten Boden eingerieben ist. Das Tier hat sich deutlich mehr gewehrt wie eine Dornschwanzagame und der Biss kann ordentlich wehtun von einem Wüstenvaran. Daher sollte man immer vorher schauen, was für ein Tierchen denn in der Höhle drin sitzt. Zumal die Dornschwanzagamen auch noch Untermieter haben im Bereich Walzenspinnen, Skorpionen oder Ähnlichem, war es doch ja ein bisschen mit Vorsicht. Aber man hat gute Einsicht in die Höhlen gehabt. Ja, wie kann man die Tiere mit Transpondern versehen? Es ging darum, die Tiere wiederzufinden. Das ging grundsätzlich anhand von GPS-Daten, die man für die Höhle festgelegt hat, aber die Tiere sind auch mal gewandert. Das heißt, sie sind von einer Höhle in die nächste Höhle gewandert, weil die Gegebenheiten in der alten Höhle wahrscheinlich nicht mehr ganz gepasst haben. Und daher mussten die Tiere ja mit Transpondern versehen werden. Es gab nichts Gängiges auf dem Markt für diese Art. Es gibt im Vogelbereich einiges, es gibt im Großsäugerbereich einiges, aber für Reptilien, speziell für Echsen in der Größe, gibt es gar nichts. Also haben wir da in Eigenregie was gebaut. Hatschit wieder bei der Hilfe. Er hat super nähen können. Er hat die Gummibänder der Transponder immer für uns zusammengenäht. Das war sein Fable. Und die Transponder sahen so aus. Es war ein Gummiband, das im Prinzip um den Beckenknochen gelegt wurde, straff, damit das Tier nicht vorwärts oder rückwärts herauskam. Das schwarze längliche in der Mitte war der eigentliche Transponder für die Telemetrie. Das heißt, da konnte man die Tiere immer wieder finden, wenn man in der Nähe war. Und diese kleine silberne Kapsel, das waren unsere Datenlogger. Die haben aufgezeichnet, welche Temperaturen das herrschen und welche Luftfeuchtigkeit das an diesem Datenlogger dran ist. Die kann man speichern in verschiedenen Variationen. Die machen also 14.000 Aufzeichnungen. Da kann man sagen, alle Sekunde, alle Minute, alle Stunde, wie man das möchte. Aber 14.000 Aufzeichnungen gehen da. Mit einer nötigen Planung kann man die Tiere über 3 Monate mit diesen Daten lockern lassen. Aber dann müssen sie wieder gefangen werden, um die Daten auszulesen. Ja, hier beim Aussetzen wieder einer Dornschwanzagame. Hatschit hat sie an die richtige Höhle mitgebracht und da wurde das Tier eingesetzt. Der erste Weg der Dornschwanzagame ging natürlich gleich tief in die Höhle rein. Ja, jetzt beginnt die eigentliche Forschungsarbeit. Das andere war nur die Basis, damit man überhaupt Daten bekommt, um was zu arbeiten. Aber die Forschungsarbeit war jeden Tag der gleiche Ablauf. Morgens
ging es los, das Abfahren von Transekten. Transekte heißt, ich fahre mit 20 Stundenkilometer durch die Wüste, hab Fahrer und Beifahrer und jeder guckt aus dem Fenster und zählt die Tiere auf einer gewissen Strecke. Das Ganze ging 3 Stunden in die eine Richtung und wieder 3 Stunden in die andere Richtung. Gegenverkehr gab es keinen, von dem her durften auch beide aus den Seitenscheiben rausschauen. Das war überhaupt kein Problem. Die Tiere wurden am Anfang nach 20 Tagen wieder telemetriert. Sie wurden gefangen und die Datenlogger wurden ausgelesen. Man musste einfach testen, ob die Datenlogger auch wirklich das tun, was der Hersteller verspricht. Im Nachhinein hat alles gepasst. Was wichtiger war noch, die Fallen wurden jeden Morgen vor 10 Uhr kontrolliert und abgebaut und abends ab 5 Uhr wieder aufgestellt. Wenn die Tiere in dieser Schlaufe liegen und es ist ungünstig von der Sonneneinstrahlung, wären die Temperaturen zu hoch und die Tiere würden in der Falle drin sterben, in dieser Schlinge. Daher gingen wir her und haben die Fallen immer morgens kontrolliert, abgebaut und abends wieder aufgestellt.